Willkommen Leute zum Istanbul Vlog. Wir fangen an mit einer kleinen Trainingseinheit, werden danach mit den üblichen Verdächtigen was essen gehen, erkunden ein bisschen die Stadt. Ja, auf geht's. So, wie sieht dein selbst konstruierter Trainingsplan aus? Ja, wir machen einen kleinen Zirkel. Ich nehme da ein paar Sachen vom Crossfit-Training mit rein. So viele Möglichkeiten hat man hier dazu. Aber immer das Beste aus den Möglichkeiten machen. Das ist ja Standard. Wie stellen sich eigentlich deine Mitreisen an, wenn es um die Disziplin im Sport geht? Soll ich darüber sagen? Lässt sehr, ich sag's mal, fein ausgedrückt, lässt sehr zu wünschen übrig. Eigentlich, weil man ja seinen Freund immer das Beste wünscht, stört das dann eigentlich ein bisschen, dass da dieser fehlende Ehrgeiz ist. Sport. Für mich persönlich, ich habe ja meinen persönlichen Ehrgeiz, den ich immer verfolge, deswegen siehst du ja, ist ja keiner hier. Ich bin alleine mal wieder, aber der eine oder andere könnte es auf jeden Fall mal gut gebrauchen. Auch für deine Auslandseinsätze hier im Gym hat sich Secplus gut eingekleidet. Ja, so wie man sieht, neue T-Shirt-Kollektion von Secplus. Geil, geiler Stoff, schön fürs. Natürlich Krafttraining, aber auch MMA. Haben wir ja schon letztes Mal ausprobiert. Sehr gute Qualität. Wenn ihr das auch haben wollt, besucht die Seite Secplus. Mit dem Rabattcode Ekelin10 kriegt ihr 10% auf alles. Auf geht's. Jo Leute, das war das Training, jetzt haben wir eine kurze Auszeit, gehen auf ein paar Kommentare von euch ein. Auf geht's. Emir ist Jugo, oder? Ja, ich glaube, der ist alles irgendwo. Nein, er ist Türke. Stolzer Türke. Stolzer Türke, ja. Geht richtig auf hier in Istanbul. Voll der Mafia-Boss. Ja. Was soll ich dazu sagen? Mafia, was ist denn die Mafia? Warum trainiert Christian im Moment immer mit Kopfschutz? Hat er sich verletzt? Nee, ist eigentlich eine schnell zu beantwortende Frage. Ich habe ja beim letzten Kampf den Cut hier oben gehabt. Ich will das einfach nicht riskieren, dass es wieder aufgeht. Deswegen ziehe ich den Kopfschutz an. Das ist einfach nur so ein bisschen Selbstschutz. Sonst ist alles in Ordnung. Mich würde interessieren, was du für eine Harley fährst. Ich fahre eine Harley Lowrider S. Wann sehen wir die mal? Ja, sobald das Wetter schöner wird. Ja, auf jeden Fall. Christian fährt eine Woche das Auto von Stefan und andersherum. Das wäre doch mal eine gute Kombi. Auf gar keinen Fall. Also ich mache bei jeder Challenge mit, aber bei der nicht. Ich glaube, danach kann ich mir ein neues Auto holen. Weil wenn wir, wie heißt der, Ralfi oder Alfi, da im Auto rummachen, nee. Autos bin ich ganz, ganz penibel. Wohin jetzt, Rille? Bietest du dich an als Tourplaner heute? Nein, Digga, ich habe dir doch gesagt, ich habe nach meinem Fußballauftritt haben sich viele Fußballscouts gemeldet. Galatasaray und Fenerbahce. Wer das beste Angebot macht, da wechseln wir dann nächste Saison. Welche Rolle trägt der Christian in den Verhandlungen? In dem Fall ist er mein Manager. Wir haben echt angerufen, Beşiktaş, Galatasaray, wie heißt das denn andere Ding? Fenerbahce auch noch. Die suchen einen albanischen Ailton, den haben sie mit mir gefunden. Dann laufen wir. Hä? Wo laufen wir? Was weiß ich. Die wissen doch selber nicht, wo die hinlaufen. Guck dir den nochmal an. Der Reiseführer Sinan. Sinan, wohin? Google Maps. Wir gehen zu Burak. Wer ist Burak? Restaurant Burak. Keine Ahnung. Digga, wenn du da nicht reserviert hast, brauchen wir gar nicht hin. Doch, ich hab reserviert. Wie viele Leute? 15 Leute. Alles klar, du bist der Beste. Jawohl, der will ich aufnehmen. Das ist richtig Ali Gali, weil der Champ ist in Istanbul, weißt du? Genau so, Marc. Sag doch mal was. Das ist zu Hause einrahmen, ne? Ja, das ist zu Hause einrahmen. Ja, die haben doch zu Hause auch Hunger. Ja. Die Meckerin. Cappuccino. Cappuccino. Wohin gehen wir hin? Schieß.
Wie würdest du deine Schießfertigkeiten einschätzen? Willst du gleich sehen. Was willst du wetten? 1200, wieder gucken. Ich zahle meine Schulden nicht. Die Fußballschulden sind immer noch nicht beglichen. Ihr seid ja alle Zeitzeuge unseres Fußballspiels. Wer war denn Kapitän von der anderen Mannschaft? Er war Kapitän von seiner und der Paco war Kapitän von unserer. So muss der Kapitän doch zahlen, oder? Oder nicht? Also, man kann nur sagen, zahl. Was sagst du zu diesem Argument? Ich habe immer noch kein Geld gesehen. Das kannst du dir jetzt noch fünfmal fragen, kommt immer das Gleiche, aber es ist nicht schlimm. Was machst du für eine Wette? Wir schießen 9mm, 45er und Langgewehr. Oder wie heißt das? Langwaffe. Wer meiste, immer nur 5 Schuss, wer meiste in die Mitte trifft, kriegt pro Runde 100 Euro. Wie viel? 200 Leben. 200. Ja. So. Wie schätzt du deine Schießfertigkeiten ein? Sehr gut. Ich war ja bei der Armee. Wirklich? Nein. Aber ich habe genug geschossen. Aber das ist ja die Frage, wie denn, wenn du nicht bei der Armee warst? So viel darf man nicht verraten. Machst du ein Video oder Foto? Ich will auch so eine coole machen. Darth Vader. Ich krieg die nicht mehr über meinen Kopf. So, was machen wir jetzt? Was? Was machen wir jetzt? Wonach sieht das aus? Bei Stefan würde ich sagen, der macht Holz. Aber wir schießen heute mal um die Wette. Eigentlich so, wir hören dich auch so. Guck mal, geh mal jetzt da vorne erstmal diese Dinger aufsammeln. Wer hat mehr Schießerfahrung? Das wird sich gleich zeigen, das kann ich doch hier vor der Kamera nicht öffentlich preisgeben. Ja. Ja. Good luck, ey. Good luck, Bro. Hoffentlich gewinnst du, dass wir unser Geld wieder rausholen. Du hast auf Christian getippt, du Dummkopf. Der scheißt sich in die Hose jetzt schon. Digga, der hat bei mir Platzpatron gemacht. Ich meine, der kommt keiner. Ja, geht. Sag ihm mal, Emil, die verzieht richtig, ne? Ja. Digga, wie schießt? Willst du mich verarschen? Du machst 30 Sekunden rum, Alter. Der zittert aber. Digga, der macht ja gar nichts, Alter. Ey, ich kenn dich. Der hat einmal den Schwanz getroffen. Guck mal, wie lange der rumkommt. Guck mal. Dickerchen, erste Runde geht an mich, ja? Hatschi. Ich sagen. Willst du zweite Runde auch machen? Ja, ja, auf. Du weißt, wie das wehtut? Wie beim CrossFit. Ich bin doch fertig. Digga, du bist ja so schlecht, ne? Wo schießt du hin? Was ist deine Stellungnahme zu der Niederlage? Das sind doch Dummköpfe. Wenn ich jetzt hier jedes Mal in die Mitte treffe, was meinst du, was im Internet dann abgeht? Ich muss doch einen auf. Ich kann nicht schießen. Bei mir waren nur Platzpatronen drin. Ich bin nicht verarscht. Also 100%. Nein, tut mir leid. Kannst du auch was reden oder was? Willi? Du hast leider verloren. Digga, wie hat der letzte Mal gesagt? Frag mich mal, wer hat gewonnen? Ist doch egal, Hauptsache wir hatten Spaß gehabt. Hier, hier. Aber wo war das alles? Aber der hat doch 100 gegeben. Der hat doch wieder zurückgenommen. Warum denn? Der wollte doch mich hinwenden. Du hast doch eben gerade gesagt, du warst auf Rinde. Immer die zwei an, bitte, bitte. Der hat wieder genommen, hab ich gesehen. Scheiße, auch gib mal her. Das war doch Spaß, Kamera ist raus. Kamera ist raus jetzt mal. Wer wäre die 200, Mann? Muss man das eigentlich versteuern? Gib 200, nein. Glücksspiel, nein, ich nehme nur 200. Gib her. Guck, ich zahle meine Schulden, ja, wie ein Löwe. Oh, das schmeckt.